sehr gut war. Zimtbäume, das ist aber alles normales Holz. Hier ist Gummibaum. Das sind Gummibäume. Sehr schön. Die brauchen wir nämlich. Können wir auch wieder anpflanzen. Süd. Mal ein bisschen anderes Holz noch mitnehmen, dass wir auch Variationen haben. Das ist alles Fichtenholz im Moment noch. Da ist noch Gummibaum. Die Stämme können wir nämlich auch noch mal zersägen lassen. Da brauchen wir allerdings eine EU-Maschine dafür. Oh, viel zu unendlich. Deswegen nehme ich jetzt gleich mal einen ganzen Schwung mit. Und wir kriegen ja auch Setzlinge raus, die wir wieder setzen können. Da kann man bei uns ein bisschen Gummibäume anpflanzen. Aber ich mache mir nichtsdestotrotz mal einen Marker hier hin. So. Gummibäume. So, safe. Und die anderen Wegpunkte kicken wir jetzt mal alle wieder raus. Weg. Weg. Berghütte. So. Sehr schön. Dann haben wir nämlich Gummi. Wie viel haben wir denn jetzt? Kautschuk 37. Gut, das müssen wir nämlich auch nochmal umbrennen. Aber das ist kein Problem. So, wir sind voll. Komm, mach mal so. Brenn du das mal. Stiefel können wir mal kurz anziehen. Zack. So. Glas. Na, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Glas da. Ist auch nicht verkehrt. So. 14 Gummibaumsetzlinge. Sehr gut. Ich steck mal kurz alles rein, was wir hier schon haben. Siehst du? Oh, ist doch schon einiges. Ich kann mal eins machen, die Cobbles. Die können wir nämlich jetzt alle mal nehmen und umpacken. So, zu komprimierten Cobblestones. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz in der Kiste hier. Zacki, zacki, so. Siehst du? Aus 9 Stapeln einfach mal einen gemacht jetzt. Bruchstein, zack. So. Haben wir einfach mehr Platz hier mal. Siehst du, guck mal, was wir da jetzt noch alles reinkriegen, schönes. Ja, siehst du, schon wieder mehr Platz drin. So, Erde können wir mal noch umkomprimieren, Cobbles. Kiessand geht nicht, aber das ist nicht so wild. Akazien, Eichen, da können wir noch Eichen noch kurz umsetzen. Zack. Bums. Ach nee, Quatsch, Kies können wir ja auch umstecken, genau. So, und schon haben wir wieder Platz hier drin, siehst du. Meterquarz kommt sowieso rüber, die lassen wir hier. Kupfer kommt hier nicht rein. Die Schaltplatten kommen hier noch alle rein. Bernstein kommt noch rüber. Ja, das war's soweit. So. Gut. So, dann können wir mal hier nach. Taki. Ach, mehr haben wir gar nicht mehr an Kurbel. Ja, gut, okay. Aber Kies können wir mal noch komplett umpressen hier. So. Zack. Ist da. Haben wir einfach ein bisschen mehr Platz hier im Gelump. Im Gebälk. So. Okay. Hatten wir hier nicht noch eine Chest irgendwo? Ach ne, da habe ich eine Pattern Chest ausgemacht. Gut, dann geben wir mal ein bisschen Holz. Machen wir mal noch eine Doppelchest. Zip. Das falsch aufgeteilt. So. Die können wir tak, 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 tak. Und rein damit. So. Mit dem ganzen Krempel mal los hier. So. Und du kommst hier rein. Schätzerkiste wird langsam auch voll. Sehr gut. So. Glas haben wir. Das haben wir. Ein Gummiriegel. Okay. Machen wir noch 2 Cola. So, aber noch ein bisschen was. Brennen von zack. Und dann können wir nächste Runde mal gucken. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, dann können wir nächste Runde mal gucken mit den mit der Box dann, dass wir die dann bauen, dass wir unsere Maschinen dann langsam kriegen. 22er FS wird es ein bisschen weniger, weil es ja gerade dämmert draußen. Ne? So, Dunkelstiefel. Dynamische Kristallschwimmflossen. Okay. Können wir also noch upgraden, gut. Gut, gucken wir mal nächste Runde. Ich mache jetzt auch noch ein Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. So, meine Lieben. Und da sind wir da zurück bei The Dark Trilogy. Ja. So. Das mit dem Solarding hat funktioniert ja sogar recht gut. Die produzieren jetzt gerade noch so Restenergie.
Also durch die Fackeln wird das nicht funktionieren, dass sie wegen den Fackeln. Nee, siehst du, geht runter. Ja. Bis jetzt absolut kein Licht mehr da ist. Ja, eine 11-0. Genau, wunderbar. So, aber es funktioniert. So, wir werden uns jetzt mal ranmachen, einen Monster Grinder zu bauen. Das heißt, ich werde jetzt aber mal als allererstes gucken, dass hier nirgendwo Monster spawnen können in unserer Hütte. Hier zum Beispiel. Ja. Da zum Beispiel. Dann werden wir uns einen Monster Grinder zulegen. Ach ja, genau, Gummiregel ging ja. Ja. Genau, lassen wir mal noch den Rest durchbrennen. Dann haben wir Gummiregel, dann können wir die EU, den EU-Kasten basteln. Die Badbox. Wenn wir noch immer noch nicht kapieren, warum wir die brauchen, aber okay, gut, ist egal. So, achso, ich habe die Exen-Healer-Mod mal rausgeschmissen jetzt, dass wir die mal weg haben. Die hatte ich schon nur reingemacht, weil wir da Fehler hatten, aber ja, jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr. Dementsprechend kann ich es auch rausschmeißen. So, was wollte ich machen? Fackeln. So, gehen wir mal alle Sticks, nehmen wir mal 8 Kohle, so. Fackeln, tschack, so. Und dann gehen wir nochmal durchgucken. Da. Da unten sogar recht reichlich. Hier geht es ein bisschen noch rum. Gut, kann ja auch nichts mehr spawnen. Da. Gut, auch safe. Da sowieso. Hier kann noch was spawnen. Da noch. So. Dass wir die Ecken möglichst spawnfrei haben. So, okay. Dann gibt es übrigens keine bösen Überraschungen. Wegpunkte, bitte, so. Sollen wir mal gucken in der Steuerung. Das muss doch irgendwie anders gehen. Direkt zu den Wegpunkten springen. Inventory Map. Create. Was ist B? Daymap, Nightmap, Minimap. Zoom in, zoom out. Next Waypoint Group. Map GUI. Geht nicht, weil er mit einer anderen Taste blockiert. Okay. Machen wir mal auf die 0. So, da haben wir nämlich nichts drauf. Ah ne, das ist die Map. Achso, wir haben zwei Karten drin. Und das ist ein Blödsinn. Okay. Wir haben zwei verschiedene Karten drin, ne? Auch nicht verkehrt. Gut. Okay. So, kann hier irgendwo was spawnen? Nein. Gut. Was da draußen spawnen kann, ist mir ja Latte. So, gut. Dann gucken wir mal, dass wir mal einen Monster Grinder bauen. Jetzt müssen wir erstmal wieder anfangen. So, Gummiregel. Kraftschock, ein bisschen Gummi haben wir. Sehr gut. So, also. Einmalwerk. So, dass wir wieder Schwarzpulver kriegen. Zinnzahnräder, Zinnplatten und Steinzahnräder. Gut, dann brauchen wir zwei Stück, also Zinn. Einmal kurz durchsortieren. So. Zinn. Brauchen wir 8 Stück. Dann brauchen wir. Das machen wir kurz mal komplett Holz, Sticky, so, dann haben wir ein paar da. Brauchen wir 8 Stück. Hier, optisch, so. Dann, den da. 8 Steine. Da, ne, ja, hier, so. So, und da, so. Da, 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 2 Holz. Da, 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 zack, so. Achso, ne, die müssen wir ja umkloppen kurz. So, tschak, ups. 10 Platten, so, 2 Zahnräder. Bums, so.
So. Haben wir die schon mal. Folie kriegen wir zusammen. Wo ist er denn da? Acht Stück. So. Oh, eine Kohle. Wie gesagt, ich will jetzt nicht alles an Kohle auf den Kopf hauen. Weil, wir dann, wenn wir das Malwerk dann haben, wenn wir Monsterraum dann auch stehen haben, können wir das Ganze ja dann einfach per Grinder quasi uns zusammenfarmen, was wir dafür brauchen. Und dementsprechend müssen wir nicht so viel Zeug hier rumhacken dafür. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir zu tief sind. Doch, sind wir. Gut, ist aber kein Problem. Darf ruhig ein bisschen größer sein, der Raum. Hier soll ja nach Möglichkeit alles spawnen können, hier drin. So, klopp das mal weg. Klopp das mal weg. So. So, für die Arbeiten müssen wir jetzt ausleuchten. Das ist klar. So, ich lasse jetzt auch bewusst das alles hier unterschiedlich hier drin. Mit den Untergründen. So. Ups, der war falsch. Weg. So. Zacki. So, den müssen wir wieder zumachen. Das war eins zu tief. Facke. So. Kurz daran pappen. So. Da machen wir zu. Die Größe sollte eigentlich dicke reichen. Da kann so ziemlich alles spawnen hier drin. So, dann machen wir hier einen Rahmen aus Bruchstein. So, und der Rest wird dann komplett aus Glas gemacht. Kann ich auch schon mal anfangen. So, den können wir mal kurz blind machen. Der bringt jetzt sowieso nichts mehr. So, gut. So. Also, Zahnräder haben wir. Das müsste durchgebrannt sein, jawohl. 8 Rohplastik. Ja, so. 8 Plastik vorhin, 4 gereicht. Ja, egal. Haben wir ein bisschen mehr, auch nicht so tragisch. So. Ein Inverschwert kriegen wir auch noch zusammengepopelt. Zack, zack. Ein Stick. Hallo? Sticks! Stickity Stick. Hallo? Ich hatte doch auch Sticks gemacht. Da. So. So, eine Sekunde. So. Also Schwert. Dann haben wir Folie. Ein Schwert. So. Die haben wir. Dann brauchen wir wieder einen Basic-Rahmen. Das heißt, da brauchen wir 4 Stahl. 4 Glas. Oh, guck mal, da war sogar viel Glas. Sehr schön. Viel Glas. Sehr gut. So. Rahmen. Glas. Stahl war ein Rahmen nochmal. Achso, ein Zahnrad noch am Ende in der Mitte hier. Sprechen fällt etwas schwer. So, und 4 Kobbel. Gut. Dann müsst ihr nochmal raus. So, also. Tack, 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 tack. Einmal. Zweimal. Müssen wir da kurz 4 Platten klöppeln. So. Zack, 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 zack. 10 Zahnrad. So. Dann Glas. Stahl und das Rädchen. Rahmen. So. Haben wir das. Eine Goldkeule kriegen wir auch noch zusammen. Zack, zack. So, und jetzt geht's an dieses beschissene Fightbox-Ding hier. Ach nee, brauchen wir für den ja noch gar nicht. Ja, richtig. Hilfe, was war denn der Bedbox-Ding da? Egal.
So, Papier können wir aus Sägemehl basteln.